Also ich glaube, eine Frage ist entschieden. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Also dieser Kulturkampf scheint mir vorbei zu sein. Jetzt geht es darum, tatsächlich auch Lösungen zu finden, die in die Anwendung kommen. Und da hat man in 2019 tatsächlich einige Fortschritte sehen können. Das hat auch damit zu tun, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert worden sind. Wir haben zum Beispiel ein Online-Zugangsgesetz, was die Verwaltung dazu verpflichtet, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie schaffe ich digitalen Zugang. Aber was man doch immer noch merkt, ist, es gibt immer noch so eine Digitalisierung der zwei Geschwindigkeiten. Also das, was wir in unserem Privatleben für selbstverständlich halten, ist immer noch im Umgang mit Ämtern und Behörden eher die Ausnahme. Und insofern glaube ich, auch wenn die Digitalisierung Fahrt aufgenommen hat, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben.